Willkommen zu einer weiteren Folge My Singing Monsters. Und zwar, Leute, in diesem Video werden wir den Schmuser platzieren. Und ich habe da auf jeden Fall richtig Bock drauf. Gibt ja auch keine Zuchtkombination dafür oder sonst was, ne? Ich würde sagen, los geht's. Auch ein sehr schönes Ei, wie ich finde. Da ist er, Schmuser. Beziehungsweise die Schmuser sind ja zwei Köpfe auf jeden Fall. Und genau, let's go. Der Eintrag ist am Start auf der Saisonhütte. Ich glaube, mir fehlt noch der Spukenton. Und ich glaube, den Bücherwurm habe ich auch schon ready. Den werde ich auch nochmal teleportieren. Der kommt dann als nächstes in einem der nächsten Videos. Und ich würde sagen, einfach mal da hinpacken. Oh, war es das schon? Ich glaube ja, ne? Aber ist schon irgendwie sweet, muss ich sagen, ne? Das Monster. Genau, gab nochmal 110.000 EP dafür. Genau. Was kriegen wir noch? 3 Gems. Naja, immerhin. Besser ist nichts. Oh. Okay, ich glaube, das war's. Das haben wir eben schon gehört und ja, ist schon ein ziemlich sweetes Monster, muss ich sagen. Ich würde sagen, Leute, wir können den nochmal auf Level 10 verbessern. Einfach mal ein bisschen pushen, würde ich sagen, auf Level 10. Ups. Genau. So, Level 10 ist er. Und ich sehe gerade, wir haben noch den seltenen Midwind. Wollen wir den erstmal machen? Ne, ich glaube, ich kann aber mal gucken. Den Bücherwurm kann ich ja nochmal, genau, teleportieren. Es gab auch ein neues Update mit den Spiegelinseln und so weiter. Ein paar kleine Veränderungen und ein neues Monster auf der Lichtinsel. Dazu wird es auch nochmal ein Video geben, Leute, von dem neuen Monster auf der Lichtinsel. Genau, da gab es nochmal irgendwie ein extra Gebäude oder so, keine Ahnung. Genau. So, wo ist denn der Bücherwurm? Hier. Den ich auf Level 15 gepusht habe. Los geht's, teleportieren auf die Saisonhütte. Da müssen wir auch leider wieder ein bisschen warten. Ich weiß gar nicht, wie lange. Vielleicht so einen halben Tag oder so. Nicht ganz, einen Tag und 6 Minuten. Genau. Das ist eines der letzten Monster, was wir noch teleportieren können auf der auf die Saisonhütte und der Spukenton fehlt uns noch. Dann können wir noch durchzüchten den Jamboree bekommen. Ich glaube sogar mit dem Schmuser. Mal gucken, ich würde ihn mal versuchen. Aber halt nach dem seltenen Midwind, weil ich muss den auch erstmal platzieren. Und genau, den können wir züchten. Bücherwurm bekommen wir bald. Spukenton vielleicht zu Halloween zum Event und Clavavera tatsächlich auch, aber da habe ich erst nur Eis auf der normalen Insel, das möchte ich erstmal nicht teleportieren und genau, Leute, das war's erstmal. So, Leute, hiermit beende ich das Video und bis nächstes Mal, ciao.